Hey, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich sitze hier gerade im Kino, ne, und gucke hier gleich einen Film aus dem letzten Jahr in 80 Tagen um die Welt. Ne? Und es dauert hier noch ein bisschen. Ich bin hier im Maxi-Kino und habe mir auch noch so eine kleine Cola gekauft. Und ja, erstmal. So sieht das ganze Kino hier aus. Wunderbarer kleiner Theatersaal. Und nachher gibt es die Review von dem Film, wie er mir gefallen hat. So, meine Lieben, ich bin aus dem Kino. Ja, der Film ist FSK 0 Freigabe und hat eine Lauflänge von 83 Minuten. So, nun kommt mein Fazit. Ja, es ist ein Kinderfilm. Er hat mich sehr gut unterhalten. Die CGI-Effekte waren jetzt nicht so der Oberburner, sage ich jetzt mal so. Mehr so im schlechten, schlechte Effekte kam es mir jetzt so rüber. Der Film hat mir aber sehr gut gefallen. So, wir haben hier ein kleines Äffchen, was ziemlich bemuttert wird von so einer Helikoptermutter. Ne? Und er darf halt nichts und bekommt dann so Hausarrest. Und die große Welt ist nichts für dich da draußen. Und sind dann extra in so ein runtergekommenes Städtchen, wo dann irgendwie nur eine Stadt mit Fischen und Schrimps. Und in dem Film kommt zwei Witze. Warum riecht es hier so nach Schrimps? Ne? Und da stehen dann halt die ganzen Schrimps um ihn rum. Und ja, dann hat man dann natürlich dennoch diesen draufgängerischen Frog, der mit einem Hawaii-Hemd. Und ja, der macht dann halt so Kunststückchen und der sagt dann diesen Satz. Und verplappert sich dann auch so, ja, ich könnte das ja schaffen in 80 Tagen um die Welt. Ja, er ist auch so kleiner Gauner, macht dann so Taschendiebe und dann geht das los, die große Fahrt. Also das Äffchen soll ihn dann assistieren und das Äffchen bricht dann natürlich zu Hause aus. Und die beiden fahren dann natürlich in die weite Welt hinaus. Es sieht denn allerdings so aus, als ob der Frosch so ein bisschen was ausgeraubt haben soll. Also der hat irgendwelche Muscheln, was als Geld gezählt wird, das er geklaut hat. Und die sind halt Officer Fixi ist denn hinter den beiden hinterher. Das ist denn so ein, weiß ich nicht, was ist das? Eine Ratte? Keine Ahnung, was das ist. Und der sind halt hinter denen hinterher. Und ich erzähle jetzt gar nicht so viel über den Film. Also ein hervorragender Film für die Kinder, sag ich jetzt mal so. Der Film ist jetzt aus dem Jahre 2021 im Oktober, stand da jetzt drauf. Also ja, ist wahrscheinlich auf dieses Jahr geschoben worden. Für mich war der Film ganz süß. Die Dialoge und die Sprüche in diesem Film sind gut. Und es kommt auch hier und da nochmal ein bisschen Mucke aus den 90ern. Also von mir gibt es auch keine volle Punktzahl. Ich würde den Film jetzt, weil ich ein Erwachsener bin, eine gute 3,5 geben. Ja. Mir hat er gut gefallen und schnappt euch eure Kleinen und geht mit denen ins Kino. Also da werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht werden.